Es ist Samstag, der 29. November 2014 und wir besuchen im Vorbeifahren Sterzing. So wie die mit der Pferdekutsche, die wir vorhin gesehen haben. Wenn wir Glück haben, besteigen wir den Turm. Für die Besteigung des Turmes müssen wir das Zwölfeläuten abwarten. Wir können ja vorher den Christkindlmarkt darunter besuchen. Es weihnachtet sehr in allen Variationen. Verschwindet in den Wolken, schwenkt über das Sterzinger Moos, nach Sprechenstein, blickt Richtung Franzensfeste, wenn man so will. Und hinunter zum Christkindlmarkt. Blick filmen, schräg hinunter, schwierig, weil ein Gitter im Weg.
Stecken weiter in die Gassen nach Norden. Mit dem Richtung Brenner. Richtung Zinsela verlassen wir wieder den Turm und begeben uns hinunter in die Gassen. Es geht steil hinunter, aber etwas zu finster. Weiter vorne, beim Tischbaum angekommen, können wir diesen Nepomuk bewundern und einen Blick auf dieses schmale blaue Haus werfen, in dem meine Mutter im ersten Stock in diesem Erker um 1930 herum gewohnt hat. Wir schließen ab mit diesem Blick zurück. Sterzing. Adieu.